Herzlich willkommen zur 35. Folge von Prison Architect zusammen mit Tobi. Hallöchen, moin, wir sind wieder bei Pascal und schauen wir gleich, ob das mit dem Gefangenentransfer jetzt funktioniert. Ja, das kann ich mal schauen. Das hat in meiner letzten Folge, also in der vollsten Folge, nicht geklappt. Da. Ja, hier gibt es was, nennt sich Transfers. Und bei Häftlinge, da stehen dann die Leute, also bei den Top-Häftlingen. Eins darüber. Genau, und hier steht jetzt, genau. Wer bereit ist, wer nicht. Und da unten bei den normalen sind zum Beispiel drei direkt bereit für den Transfer und die kannst du direkt einfach mal genehmigen. Zack. Die haben sich ordentlich benommen, die dürfen. Naja, wir haben ja hier Richtlinien festgelegt irgendwann mal. Die ja, halten sie ein, deswegen. Ja. So, unsere Akkus mittlerweile auch alle vollgeladen hier. Weil ihr seht es, wir produzieren 5000 Einheiten und verbraucht davon werden gerade 266, also das ist wirklich Pillepalle. Also, ich glaube, da könnte man sogar überlegen, ob man die noch trennt. Dass du sozusagen zwei Umspannwerke jetzt baust, die beiden Solarparks, da Stationen, Dingsbums, da Aufteilungen einmal trennst und das eine nach ganz oben geht. Beziehungsweise kannst du mal ganz kurz gucken, bei dem Stromgeneratoren steht da auch, wie viele Einheiten die produzieren? Bei den hier? Ja, vor allem bei dem anderen, aber ja. 650 ja, maximal Energieproduktion. Das ist doch. Wir können mit denen. Maximal ja, 800, der okay, hier. Okay, schließ einfach alles an Strom an den Solarpark an und fertig. Dieser kleine Solarpark reicht auch. Er produziert mehr Energie als die beiden Elektrizitätswerke zusammen. Wir sollten vielleicht noch mehr Batterien platzieren, aber ansonsten. Na, hier können wir noch zwei Batterien platzieren, dann reicht's ja eigentlich perfekt. Nee, geht nicht, weil das Ein- und Ausgang ist. Ach, kann man auf Ein- und Ausgang nicht bauen. Nee. Gut, aber die reichen ja aktuell auch vollkommen aus. Die Batterien ja, erstmal. Solange, also aktuell produzieren wir halt auch mit nicht bewölkt und frei viel Sonnenlicht, ne? Muss auch bedenken. Naja, sollte man es erleben, dass es vielleicht doch Probleme damit gibt, dann können wir das Umspannwerk immer noch eins da unten setzen, sodass wir dann mehr ringsherum bauen. Vier Batterien mehr, ja. Ja. Sollte es mal sollte passieren, nicht, dass die wollte ja nicht da aufhören werden. Genau, in der letzten Folge hat Tobi sich ja vor allem hier den Stromkreiswolfen angenommen. Schau jetzt nochmal. Das passt jetzt auch soweit, genau. Ne? Nur der letzte Schalter jetzt noch aus, nur dieser Trakt hier. Allerdings ist es trotzdem Strom, verbunden, weil und der ist da noch nicht verbunden, ne? Oben ist noch die Verbindung, deshalb. Ja, der läuft doch von dem Trakt hier oben ja eh. Ah ja, genau. Gut, ja, dann kannst du eben nochmal gleich machen. Das mache ich jetzt auch, ja. Bedenke, dass die Stromleitung... Ja, ausschalten, genau. Dann kannst du noch die Verbindung legen. Da fehlt noch die Stromleitung, hier ist schon verbunden. Ne? Dann da von aus, genau. Links, das klappt hier auch mit der Einzeldingens. Dann gehen wir nach oben, bitte. Damit ich dir ganz kurz sagen kann, was du da machen sollst. Ich würde die Verbindung zwischen den beiden Trakten, also das da würde ich abbauen, genau. Allerdings die Leitung zu dem Metalldetektor am Garten, die würde ich lassen. Und dann vom Metalldetektor zum Stromgenerator, die würde ich wegnehmen. Genau. Genau so. Das ist der noch an den Trakt wieder angeschlossen ist. Erstmal genau. Temporär, das können wir dann immer noch ändern. Und später. Die ein, zwei Kabel nach oben da bei dem ganz linken Trakt, die kannst du auch noch entfernen. Mit dem ganz linken Eier hier, die. Genau. Jo. Ja. Dann wird es jetzt entfernt und dann sollte da gleich das Licht ausgehen und sobald das passiert ist, kannst du auch den Netzschalter anschalten. Genau. Das ist doch Farbpotenzial ist so nach oben. Und dann ist das, was ich heute vorhabe, ein bisschen Baumwassermanagement. Wir haben in der letzten Folge gesehen, das läuft grauenhaft. Links kannst du umschalten. Und da läuft der Strom. Yep. Nee, hier läuft er nicht. Weil da das Kabel noch fehlt. Das Verbindungskabel unten. Das wurde noch nicht gebaut. Du kannst einfach Prio draufsetzen. Habe ich gerade. Ah, die kriegen gleich wieder Strom, wenn Prio da ist. So, dann müssen wir uns erstmal Gedanken machen, wie machen wir das im Baumwasser? Weil hier steht überall irgendwo irgendwelche Boiler plötzlich einfach so random rum. Da muss mal hier noch hier unten einer. So, dann wäre die Frage, ob man die Boiler nicht allgemein irgendwie mal in die Mitte setzt. So von der Druckverteilung wäre das wahrscheinlich sinnvoller. Mhm. Also weiter mittiger sozusagen setzt. Ja. Zwischen den Trakten. Also ich würde das mit den Räumen da so lassen. Ich finde das eigentlich ganz gut, dass sie so zwischen den Zellenblöcken sozusagen stehen. In diesen grünen Flächen da. Ja. Da würde ich die mittiger setzen.
Das heißt, wir reißen die erst ab und dann bauen wir sie wieder, damit wir dann keine neuen kaufen und dann wieder einen Haufen im Lager haben. Das ist nämlich ein bisschen doof. Ich glaube aber, ein Warmwasserboiler hier in der Mitte, der sollte für beide Trakte ausreichen, ne? Oder? Reicht das wirklich? Also ja, wenn du unten noch die Einzelhaft anderweitig versorgst. Genau, und hier unten dann nochmal noch einen Arm für die Warmwasserduschen und die Einzelhaft halt eben. Beziehungsweise eben dann hier dann nur noch für die Einzelhaft. Was mir gerade aufgefallen ist, kannst du mal wieder die entsperrt Signatur bei dem ganz rechten Trakt einmal bei der Personaltür oben, bei dem Zaun und unten in dem Gang entfernen. Warte mal, ja genau, hier. Das und wo noch? Unten im Gang, bei den Einzelhaftzellen. Unten? Rechts. Ja, hier ist, hä? Ganz rechts. Ach, hier, die hier. Genau. Genau. Haben wir das verriegelt? So, jetzt wird gerade gar nichts pro... Das war kurz Autosave. Da wird gerade nichts produziert und wir sehen hier, die wird ganz, ganz schnell entladen. Naja. 390 Einheiten werden verbraucht. Wie viel sind gespeichert? Ich weiß nicht, wie viel in so eine Batterie reinpasst an Ladung. Aber ich auch nicht, also daher. Ja. Schauen uns die Versorgung an. Ich würde sagen, wir machen erstmal, wie sieht es gerade in Temperaturen draußen aus? Wir haben 18 Grad draußen. Ich glaube, da ist es aktuell erstmal nicht so schlimm, wenn wir das Warmwasser mal abreißen, würde ich sagen. Ja. Kannst du machen. Ey, das sieht echt schrecklich aus. Ja, irgendwas ist hier wirklich ganz schlimm. Ich sag mal, die Verbindungen zu den Heizungen, die kannst du noch lassen. Ja, das... Stimmt, die Häftlinge haben ja auch alle eine Heizung im Zimmer, ne? Ja. Die niedrigen. Oh ja. Na, die niedrigen haben alle eine eigene Heizung. Mit der eigenen Heizung, ich glaube, das könnte vielleicht den mittleren Boden auch mal geben, weil sonst ist es vielleicht ein bisschen inhuman, wenn dann die an der Außenwand schlafen und wie, dann. Guck doch mal, wie warm das da drin ist. Das ist doch unter Information, das ist, glaube ich, oder so. Logistiktemperatur. Oder Logistik, ja. Stimmt. Genau, die haben hier schön ihre 25 Grad hier drin. Merkst du, und die haben hier außen 20 Grad maximal. Das geht eigentlich voll. Aber du musst auch denken, draußen ist gerade 16 Grad. Also. Es wird noch kühler, ja. Wenn du Außentemperaturen von minus 3 Grad hast, weiß ich nicht. Ja. Übrigens, weißt du noch, als du die Heizung in den Kühlraum da unten rechts reingebaut hast? Ja, stell mir mal, warum den Kühlraum immer noch minus Grad ist. Stimmt, das hat ich mal getan. Oh Gott. So, jetzt werden die alle abgerissen hier. Kannst du vielleicht ein bisschen die Quali runterstellen, weil bei mir leckt das ziemlich. Und ja, im Stream. Übertragungsqualität. Was hast du denn gerade als eingestellt? 720, 15 FPS. Ach so. Ja, okay, dann lass so. Dann lebe ich damit. Gut, jetzt haben wir hier ordentlich was abgerissen. Das heißt, ich würde... wo sind sie denn? Da, Warmwasserboiler. Nehmen wir hier die Mitte. Also einmal hier rotieren und hier hinstellen. Das Ganze. Genau, der ist jetzt sozusagen für den ganz rechten. Genau. Für die Heizungen in der Mitte und für die... auf dem Gang. Dann hier diese großen Wasserrohre, die können auch alle weg machen. Was hier noch so rumliegt. Geht die andere Warmwasserleitung dahin? War die für die Küche? Ja, hier oben war ein Warmwasserboiler für die Küche tatsächlich. Okay, cool. Die Heizung in der Küche, die hat man hiermit angeschlossen irgendwie. Total random, guck, aber. Ob die den Boiler irgendwie. Hoch? Ja, guck mal, wir den Zwinger bauen oder so. Oder in den Versorgungsraum einfach, ja. Na, ja, da ist auch blöd, weil da ist ja auch. Es soll ja weg da oben, deswegen. Soll das weg? Ist so mit dem System so, Gott, das die ganzen Rohrsysteme, in der Verwahrung, in der ehemaligen Verwahrungs- und hohe Sicherheitstraktzelle, die kann man auch mal. Wer hat das denn gebaut? Ja. Sieht der grauenhaft aus. Unser ganzes Warmwassersystem ist einfach ein einziger Schreck. Ist aber auch schön, wie das von hier oben mit Warmwasser bekommen hat, das Ding hier. Naja, ein bisschen sparen, ne? Wer hat nicht immer so viel Geld? Ja, ich weiß schon.
Unser Cashflow ist übrigens um 20.000 runtergegangen. Oh. Wahrscheinlich wegen den 5 neuen Hausmeistern. Wer weiß. Dann, wir brauchen ein großes Rohr zur Versorgung. Das würde ich so hier legen immer. Jo. Und dann brauchen wir noch Strom. Den würde ich hier dran legen, dass er von hier mal mitkommt. Oder? Ja. Das sind überlagern die sich auch nicht. Das ist gut. Ist ja eh für denselben Trakt gedacht, also ja. Ja, sparen, ja. Leitungen sparen. Nee, du. Ist aber auch schön, wie du hier das rechts hingelegt hast und dann hier mal links im Gang gelegt hast, die Leitung. Was? Hier liegt die Leitung auf links im Gang. Bei überall und beim allerersten liegt sie rechts im Gang. Oh lol. Wobei rechts im Gang natürlich schöner ist, weil dann hier die Stromkabel gerade aus. Die Warmwasserleitung. Naja. Die Warmwasserleitung. Ja, das ist so eine Sache. Ahnung. So, dann haben wir hier das Ding. Und wenn ich jetzt auf die diese Dinger hier gehen, was haben wir hier fabriziert? Also an sich ist das ja schon alles verbunden. Das ist ja, hat ja schon diese eine Querschriebe. Das heißt, du müsstest eigentlich nur das den Boiler einmal mit der Wasserleitung verbinden. Oder? Ja. Und die Querstrebung hier würde ich mal rausnehmen noch. Warum? Ja, nee, die würde ich woanders, die würde ich hier versetzen. Okay. Okay, das ist gut, gewartet dafür mit dem Abriss. Ja, baut das aber kurz noch weg. Wir bauen gleich neu, wenn es abgerissen wurde einmal. Auf jeden Fall mal eine Prio. Kannst du auch mal den Stummel da links entfernen. Von der Querstrebe. Gut, links. Ach, hier das. Ja. Oh, das ist hier. Ah, das ist hier das Ding, okay. Dann damit müssen wir mal stoppen. Ja. So. Dann hier kommt ein großes Rohr wieder hin, hier kommt ein Stromkabel hin. Und die beiden kriegen wieder Prio. Dass die schnell eingebaut werden. Dass hier oben auch der Strom wieder stimmt. Nur ist nämlich hier der Ding jetzt auch kein Strom. Der Überprüf-Dingens da. Liegt auch plötzlich so random Stromkabel rum. Hier drunter. Wo ich gerade mal dran denke, mach mal ein Thumbnail. Ich kümmere mich um die anderen beiden Infos. Ja, mach ich mal. Absolut, ich mach dann vom Baumwassersystem, also ungefähr fertig auch schon. Thumbnail. Jo. So, einmal überlegen. Wasser liegt jetzt, das hier liegt jetzt. Das heißt, Warmwasserleitung. Hier macht kein. Hier fährt noch das Rohr. Dann haben wir im Gang noch die Heizung. Brauchen wir im Gang eigentlich die Heizung, wenn im Zimmer jeweils eine Heizung ist? Ich glaube nicht, weil im Gang hat man 27, 28 Grad nämlich auch. Ja, okay, gut, dann hau die Heizung hinter weg. Dann kann ich nämlich auch hier die Kabel jeweils wegmachen. So. Und abreißen. Und abreißen jeweils. Und dann Versorgung. Warmwasserkabel. Und dann legt man einfach hier so eine Leitung durch. Und dann hätte man's. Und das muss ich jetzt noch für den Trakt hier drüben machen. Kann ich an sich hier auch schon mal die Leitung abreißen. Und das hier abreißen. Und hier das Warmwasser muss ich auch noch abreißen. Dann die Heizung. Ah, die wird schon abgerissen. Das ist schon markiert. Und die wird auch abgerissen, auch schon markiert. Sehr gut. Dann muss ich das hier gleich noch abtrennen, weil irgendwie ist die Hälfte des Trakts an den Boiler angeschlossen gewesen und die Hälfte des Trakts an den Boiler angeschlossen gewesen. Frag mich nicht, wer sich das ausgedacht hat. Ja, also ich weiß, wer es war. Ich will es nicht wissen. Dann können wir hier wieder ein bisschen was abtrennen an Leitungen. Das ist ja alles nicht nötig. Hier können wir wieder abreißen, die ganzen Leitungen. Wir haben Todesfall heute mal wieder passiert. Aber ich muss sagen, wir haben weniger Todesfälle als vorher. So, also die Rate insgesamt. Haben wir einen zweiten Todesfall?
Ja, guck mal ganz kurz. Es scheint etwas Pilzauflieger in der Dusche zu sein. Ja, gut, es sind nur ein paar Hohe, die sterben. Die wollen wir ja eh loswerden, Tobi. Ja, Junge. Die Wache ist aber auch verletzt. Und das war eine bewusstlos. Ja, gut. Teuer. Eine tote Wache. Aber hier, bei, also eigentlich bei beiden hohen Trakten eigentlich. Jetzt 5 Tote? Naja, gut, eigentlich, aber Gefahr ist ein bisschen hoch, ne? Darunter 2 tote Wachen noch? Hol die mal wieder die bewaffneten Wachen. Freier Schusswaffen gebraucht, Tunnelsuche, Razzia. Kann ich die holen? Nee, musste glaube ich anklicken und hin sagen. Hingehen. Brauch ich einfach mal Hunde. Ist ja, Hunde. Nee, Hunde, ja, Hunde, auch Hunde, Hunde, Hunde tun was auch. Sind, wo sind denn die? Entweder Pausenraum oder halt außen. Ach, mal gucken, ob du im Pausenraum wen findest. Wache. Ja, rechts auf dem Sofa. Da bewaffnete Wache. Nee, du kannst rechts mit rechtsklick dann sagen, wo sie hin soll. Ah, okay. Dieser grüne Punkt. Der Weg taucht auch gleich auf, finde ich. Ja, und das war auch der Weg auf. Dann läuft doch los. Aber der läuft doch wirklich gemächlich. Ja, bei den Roten hier ist gerade richtig. Einfach drunter und drüber. Weil das ist jetzt gerade zu viel bei den Roten, da mache ich immer Arrest. 7 Todesfälle. Alter, was ist hier los? Hohe Gefahrenstufe. Alter, immer noch. Aber auch nur bei den, Roten ist das. Alle anderen Trakte ist ja ganz normal. Gut, die Mittleren, die regen sich ein bisschen auf. Bei den Niedrigen ist ja der Einzelhaft ein bisschen Wasser ausgelaufen. Und die haben kein Warmwasser. Ja, doch, die hier haben Warmwasser, aber hier drüben ist auch kein Warmwasser, weil die Leitung nicht fertig gebaut ist. So, jetzt ist die bewaffnete Wache angekommen. Nee, noch nicht, immer noch nicht. Aber jetzt sind hier. Jetzt sind alle gerade unterwegs hier. Ein bewusstloser Hundi. Nein. Der hat sich mit dem Typen gekloppt. Immer sind beide bewusstlos. Da kommt die bewaffnete Wache angeschlendert. Sehr gut. Gut, Arrest für die Roten ist wieder aufgehoben. In dem Moment höre ich einen Taser. Läuft der sehr gut. Zurück zur Versorgung. So, Wasser kommt noch immer ein bisschen runter, auch wenn der Druck eher schwach ist, aber er kommt noch an. Bei allen Heizungen. Ist ja gut. Und ja, die Heizungen haben jetzt sind doch alle wieder an. Das heißt, jetzt nur um die Heizung, das wird die hier auch anschließen einmal. Und der mittlere Trakt jetzt auch gar keine Heizung mehr, weil die beiden Heizungen in der Mitte nämlich auch abgekoppelt wurden, gerade von mir. Weil der Warmwasserboiler nämlich alles abgebaut wird. Dann Versorgung. Und da müssen wir jetzt einfach nur noch hier das Kabel so durchziehen, meine ich. Ansonsten, genau, hätte ich schon alles abgerissen. Ne, hier habe ich ein Kabel zu viel abgerissen. Aber ansonsten klappt es überall. Da kommt, da hätten wir jetzt die ersten Trakt auch wieder hier ans Warmwasser angeschlossen. Das neue. Sicher reicht das? Also ich hätte es überall, bei für jeden einzelnen Trakt einen Boiler hingestellt. Ich weiß nicht, ob das von dem Druck einen Boiler reicht. Ich glaube schon. Der geht ja, glaube ich, in alle Richtungen der Druck aus. Der geht in alle Richtungen, das meine ich. Sie werden es ja gleich sehen, ob das reicht. Ich bin der Meinung, ich hätte es gedacht, dass der einfach eine bestimmte Kapazität hat und sobald es die erreicht, das geht halt nicht mehr. Nee, ich meine einfach nur, dass einfach mit der Entfernung geht der Druck davon runter. Es kann aber auch sein, dass du jetzt hier drüben anschließt, dann allgemein hier auf der Seite Druck niedriger ist, das weiß ich nicht. Sollte es so sein, dann müssen wir eben dann hier drüben nochmal zwei extra Boiler für jeden Trakt hinstellen. Aber ich dachte so zwei Trakte an einem Boiler, weil es sind ja nur die Heizung, die eigentlich bei den Boilern geregelt werden, deswegen. Ja. Und wir sollten hier noch einen Netzschalter hinbauen.
einfach, damit wir im Sommer zum Beispiel die Heizung einfach abdrehen können. Das haben wir zwar noch nie gemacht, aber ja. Aber das senkt dann den Energieverbrauch jetzt zum Beispiel einfach. Oh ja, alles voll mit Tomatenketchup. Ja. Alter, was machen die für einen Aufstand? Sicherheit und Kleidung. Mit Sicherheit kann ich irgendwie nachvollziehen gerade. Gut. Ja. Kann man auch leider gerade nicht machen. Wir müssen uns echt um Schmuggelware etc. kümmern. Ja, das kannst du, glaube ich, in deiner Folge noch machen. Ende. Dann mach ich mal weiter mit dem Wasser. Falls du mal eine Wache übrig hast, dann kannst du den einfach mal zu dem Typen in der Einzelhaftzelle da schicken. Ich will nicht, dass der da irgendwas kaputt macht. Wer? Der, der boxt. Der hat Akte. Der da. Der macht nämlich was kaputt. Ja, die eine ist schon kaputt. Durch die Tür durch, Alter. Weitere Wachen. Der hat gesessen. Der hat ordentlich gesessen. Da liegen schon einige Laser, Taser-Dinger rum bei dem in der Zelle. Ah ja. Scheint nicht das erste Mal gewesen zu sein. Oh, eine Spritze. Passiert. 65 Häftlinge sind in ihren Zellen oder so eingeschlossen. Arbeitsmoral niedrig. Er ist eingesperrt. Sucht. Macht das. Es ist nicht auch irgendwo eingesperrt gesetzt? Bei den Hohlen? Also Arrest? Nö, ist nicht mehr. Das habe ich direkt wieder rausgemacht. Das war nur kurz okay, im Moment. Dann sind die alle nur alle sowieso irgendwie eingesperrt, gerade als Strafe. Oder weil die gewesen sind einfach. Deswegen war einfach. Haben sie nicht. Die waren einfach blöd. Jetzt müssen wir in den Arrest gehen, nur weil sich da ein paar prügeln. Das ist der halbe rote Block. Prügelt. Deswegen. Ja, passt schon. Wird schon runtergehen. So, hier ist auch wieder voll, hier läuft alles, sehr schön. Aber irgendwie das Windrad hat immer ein Minus, habe ich das Gefühl. Irgendwie so, wenn die das Wetter hätten, für was gut fürs Windrad ist. Also manchmal, ich habe es auch schon erlebt, dass es einfach nur andersrum war. Also. Deswegen, ich glaube, die Akkus, die sollten erstmal sollten ausreichen, auch selbst wenn hier mal ein Minus dasteht. Ich glaube, das sollte immer noch zu viel produzieren allgemein. Ja. So, Versorgung. Man kommt aber allgemein haben wir einfach viel zu viel Geld. Da kommen die Rohre. Und dann würde ich hier einmal das gleiche wieder bauen, wie ich da drüben schon mal gebaut habe. Das erstmal hier. Hier bauen wir dann ja auch weniger Pro. Weißt du? Nee, hier würde ich auch in jede Zelle eine Heizung bauen. Ach so, stimmt, ja. Ich erinnere mich. Stimmt. Das heißt, hier muss ich die gesamten Baumwasserleitungen alle neu bauen. So, dann kommt der ganze Mist hier weg. Und dann können wir hier auch den neuen Boiler und alles hinlegen, wenn das dann rausgerissen wurde. Und dann können wir die beiden mittleren Trakte dann erstmal neu anschließen, ne? So, und hier müssten sie mal die Kabel bauen. Die Leitung bauen, aber das dauert noch einen kleinen Moment. Die das machen, kann ich hier auch schon mal das hier so wegreißen, ne? Was hier aktuell gebaut wurde. Weil so braucht das auch keiner. Und dann Objekte, die Heizungen. Hä, wo sind die? Heizungen. Heizung geschrieben. Es gibt keine Heizung, hä? Oder heißen die Dinger anders? Lol. Doch, Heizkörper. Hä? Zoom mal weiter raus, manchmal ist es nur eine beschränkte Ansicht. Oh, die sind bei Versorgung. Das kann sein. Ja, stimmt. Ja, die sind bei Versorgung nämlich drin. Gut, Problem gelöst. Teuer. Da, die muss ich halt auf der anderen Seite bauen, die Heizung. Oh, wir haben ja nur in den letzten 2 Minuten 10.000 gemacht. Das arme Geld. Wir werfen es einfach aus dem Fenster raus für Warmwasserheizungen. Wer kennt nicht die Kaltwasserheizungen?
Es gibt ja auch Ölheizungen oder so. Aber wir haben auch schon ja Warmwasserheizungen, die über Warmwasserboiler laufen. So, so, so. Und dann halt einfach vorspulen, dass die auch endlich mal die Rohre bauen, die sich abbauen, die Rohre. Also eine andere Frage, kann man eigentlich Priorität auf die Duschen setzen? Von der von den Hausmeistern her? Ich glaube, die Hausmeister können keine Priorität bekommen. Doch, können sie. Echt? Die können, die kann man nicht zuweisen, aber man kann Gebiet priorisieren, glaube ich. Das ist ja vergangen. Junge, in der Station, Alter. Weißt du, der ist bewusstlos, wird wieder geheilt und schlägt erstmal direkt ein. So, Warum fehlt zu Strom? Ja, weil ich hier gekappt habe, weil hier eine Warmwasserleitung war. Okay. Hast du nicht mal ordentlich gekappt, hast du die Hälfte stehen lassen? Naja, passiert. Wo ist der? Da. Oder was? Den weitermachen. So, jetzt aktiviert kein Wasser, das ist klar, das kommt auch gleich wieder. Kriegt mal kurz Priorität. Wasser und Strom. Sollte gebaut werden. Gut, dann. Wie sieht denn Versorgungsleitungen aus? Ja, immer noch nicht abgerissen hier alles ordentlich. Ich glaube, wenn wir mit den Versorgungsleitungen durch sind, dann können wir erstmal eine große Tunnelsuche machen. Na kommt. Arbeite doch mal. Ah, jetzt. Warum hast du jetzt oben die drei Rohre abgerissen? Egal. Oh, ja, unter Fundament. Ja, ich hab's gesehen. Fundament ist. Bei Fundament Tunnel füllen. Ja, teuer. Teuer, teuer, teuer. Ich weiß nicht, ob man das Familienbedürfnis auch lösen kann mit Post. Da kannst du einfach mal. Na gut. Da können wir vielleicht auch mal schon mal Poststation bauen. Eine Poststation gibt's schon. Stimmt, aber, ja. Ich dürfte, glaube ich, nicht alle Post bekommen. Das ist ja. Wo ist ja das Büro abgerissen, wenn wir neu hingebaut werden? Naja. Lässt sich auch drüber streiten, wie sinnvoll das ist, aber gut. Habe ich hier das Rohr abreißen, abgebrochen einmal. Dann ist hier der Warmwasserboiler. Und dann noch die Warmwasserleitungen. Legen hier für die Trakt, also schon mal vorbereiten, dass sie gebaut werden. Und dann würde ich auch mit der Folge erstmal beenden. Dann machen wir so was anderes in der nächsten Folge. Und um das Warmwasser bei den Leuten mit hoher Sicherheit kümmern wir uns mal ein andermal. Ja, beziehungsweise ich kann das ja auch schnell machen. Wir wissen ja jetzt wie. Ja, genau. Wie das gehen sollte. Und dann noch hier den Netzschalter. So, da ist alles vorbereitet, wie das denn sein sollte. Dann kriegen die auch ihre Röhme. Ja, genau, Heizkörper sind hier auch schon. Die sollen hingebaut werden, wurden noch nicht hingebaut. Die wurden erst hier hingebaut. Und dann gibt es wieder. Liegt hier viel Tomatenkette auf dem Boden. Was kleckern die denn durchgängig? Es ist nicht mehr ganz so viel. Wir haben schon weggewischt. Bisschen was. Bitte. Hier ist eine Blutspur einfach so nicht gezogen, Alter. Naja, gut, die schleppen die halt alle dahin und dann alle ziehen sie halt eine Spur hinter sich her. Na dann. Ah gut, dann danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.